Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Nice TV. Heute mit dem Robert Kallenbach von JW Industries. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen. Hi, ich bin der Robert, ich komme aus Heidenheim. Ich habe angefangen, im Oktober eine neue Veranstaltungsreihe zu gründen. Wir machen Techno-Veranstaltungen im Moment im Felsen in Heidenheim und machen da einmal im Monat unsere Techno-Veranstaltung. Ja, wir probieren vielfältig zu sein. Wir probieren jede Veranstaltung neue Gäste zu uns zu bringen, neue Techno-DJs, Vielfalt zu bringen. Einfach ein bisschen Abwechslung ins sonst eher schlicht gehaltene Heidenheimer. Genau, kann man so sagen. Ja. Habt ihr dann auch eine Veranstaltung, also wie nennst du dann die Veranstaltungsreihe? Im Prinzip, wir nennen die immer JW, Felsen Rave oder Techno Rave oder JW Rave. Und das JW steht für? Das JW steht für Ding Dong. Das kam aus dem ziemlich witzigen Amsterdam-Trip zustande, die Bezeichnung. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ja, gut. Wie bist du zu der ganzen Geschichte gekommen? Was hat dich dazu angetrieben, dass du da gedacht hast, dann mache ich da halt auch eigene Vorstadt? Und zwar, ich bin jetzt schon seit zweieinhalb Jahren circa in der Techno-Szene unterwegs. Das hat alles angefangen mit meiner Schwester, die in Augsburg wohnt, in Augsburg. Daher kenne ich da weitgehend eigentlich fast alle Techno-Clubs und war auch da immer unterwegs. Und ja, irgendwann im Sommer war ich dann eben auf ein paar Festivals und habe dann eben die Idee gehabt, ja, warum fange ich mich an, selber DJ zu sein, selber meine Veranstaltungen zu planen und organisieren und alles. Und ja, habe dann seitdem angefangen, Veranstaltungen zu gründen, organisieren etc. Lege auch selber auf den Veranstaltungen auf. Das war eigentlich auch so immer der Hintergrundgedanke, dass ich immer da mit dabei bin, immer auflege, weil mir das natürlich extrem Spaß macht, das Auflegen. Und ja, so ist alles angefangen. Ja. Stehen dann jetzt in naher Zukunft irgendwelche Veranstaltungen? Ja, und zwar jetzt am 12. April ist unsere nächste Veranstaltung. Und da haben wir jetzt den AVB gebucht, den man bestimmt auch schon kennt, wenn man sich mit der Heidenheimer Techno-Szene auskennt. Und da sind wir mal gespannt, wie es wird. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig darauf. Ja gut, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr da am 12.04. auf jeden Fall mal vorbeischaut. Ihr werdet es nicht bereuen, glaubt mir. War auch schon öfters dort, hab ja, sehr positiv überrascht. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Dankeschön, freut mich. Und wir sehen uns in gar nicht so ferner Zukunft nochmal. Ja, so was ähnlich. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke dir. Ja, wuhu! Ich muss die ganze Zeit. Yeah! Ja, oder? Ja, das ist gut. Hey, schieben aber nachher die Dinger mal, es regnet vielleicht. Wenn du versprichst, dass deine Mutti das nicht sieht, dann schneidest du rein. Outtakes.